Yo, hier ist Andy von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Und damit herzlich willkommen zurück in den 90ern. Genauer gesagt 1998, denn da kam dieses doch sehr interessante Set auf den Markt. Es ist die Nummer, Set Nummer 6083. Die Ninja-Festung. Und wie ich finde, ist das ein sehr spannendes Set, denn ich hatte Ninjas komplett vergessen. Wenn man an Lego und Ninjas denkt, kommt einem sofort Ninjago in den Kopf. So, jetzt ist aber so, Ninjago kam ja erst 2011 und es gab trotzdem vorher Ninjas. Und Basti hat selbst vorhin erst zu mir gesagt, als ich ihm gesagt habe, hör zu, jetzt kommt das Set endlich mal dran, er hat es nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte ihm zwar mal gesagt, dass 60er Nummern nicht exklusiv in der Castle-Serie angesiedelt sind, sondern dass es auch hier welche Ninja-Sets mit diesen Nummern gibt. Aber wir haben das dann als Nice-to-Know-Information abgetan und haben nicht mehr darüber gesprochen. Fakt ist aber, ein anderes Set mit dieser selben Setnummer existiert. Und ihr habt es bei uns auf dem Kanal schon gesehen. Nämlich die 383. Die 383 gibt es in einer US-amerikanischen Variante unter der Setnummer 6083. Ebenfalls wie das Original von 1981. Und Basti hat es im Aufbauvideo schon gezeigt. Ich verlinke euch das sehr gerne. Da wird auch nochmal eine detailliertere Review zukommen. Er hat jetzt auch vor kurzem die Box ergattern können. Und da kommt auf jeden Fall nochmal was. Und wenn man zum Beispiel bei Bricklinks sucht nach 6083, dann findet man 6083-1. Das ist die US-Variante von 383. Und dann findet man 6083-2, unsere Ninja-Festung. Und das ist schon sehr interessant. Zusatzinformationen habe ich dazu nicht gefunden. Wenn ihr sachdienliche Hinweise habt, gerne unten in die Kommentare damit. Ich würde aber sagen, dass zum kleinen Ausflug, wir gucken uns jetzt quasi einem Vertreter aus der Kategorie Ninjagos Opa an oder die Vorfahren von Ninjago. Und wir starten rein. Ich würde sagen, wir gehen direkt in den Collector's Guide und schauen mal, ja, was es da noch so alles gab. So, und dann werfen wir noch einen Blick in den Collector's Guide. Und zwar auf Seite 412. Wer ihn schon hat, der schlägt gerne mit auf. Wer ihn noch nicht hat und ihn möchte, findet einen Link in der Videobeschreibung. Und da haben wir hier unten unser Set Samurai Stronghold, Shoguns Festung. Knapp 200 Teile. Verkauft 98,99, also schon eine sehr kurze Serie, aber eine dennoch sehr coole Serie. Wir sehen hier angrenzend auch noch mehr aus dieser Serie. Hier oben geht's los mit dem mächtigen Shogun, der auch gleich noch angaloppiert kommen wird. Und hier drüben haben wir dann noch drei größere Sets. Robber's Retreat, Stone Tower Bridge und Flying Ninja Fortress. Und eins dieser beiden größeren hat bei mir doch noch sehr coole Erinnerungen hervorgerufen. Sehr, sehr schön. Ja, so viel dazu. Wir springen erstmal zurück zum Set. Es sind tatsächlich einige Sets. Und ich weiß nicht genau, entweder zu dem größten oder dem nächstgrößten, also den beiden größten, habe ich noch eine witzige Story. Ich kann mich noch entsinnen, das muss auch so entweder 98 oder 99 gewesen sein. Ein Kumpel von mir sollte das zum Geburtstag bekommen. Und naja, sagen wir mal so, seine Eltern haben das nicht so gut versteckt. Und er hat das schon gefunden gehabt. Und hat es kurzerhand auch geschnappt und ausgepackt und zu allem anderen Lego mitgepackt. Und wir haben dann einfach wild drauf losgebaut. Also wir haben es nicht nach Anleitung gebaut, sondern einfach irgendwas gebaut. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir damit gespielt haben, wusste ich das gar nicht, dass er das da zum Geburtstag kriegen soll. Und dann kam seine Mutter ins Zimmer und sah, wie wir dort mit diesem Ding spielten, ahnte noch nichts Böses, bis zu dem Moment, als ihr Blick über die OVP streifte und dann der Groschen langsam fiel. Uiuiui, das war eine wilde Diskussion. Das ist gut in Erinnerung geblieben und vor allen Dingen habe ich mir beim Aufbau von dem Set die Bilder erstmal wieder verinnerlicht und habe gut gelacht. Ich habe das Set aus einem Konvolut gezogen, war sehr einfach zu identifizieren anhand dieser
dünnen ja, Plastikfolien Fähnchen hier. Einfache Bricklink suche nach den Fahnen, zack. Wenige Sets gefunden, die da in die Kategorie passen. Da ich mehrere davon hatte, wurde ich stutzig, hat sich aber auch geklärt, denn der Kollege gehört auch noch dazu. Das ist ein Shogun auf einem Pferd, ebenfalls mit so einem Fähnchen. Setnummer müsste 6013 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann konnte ich eins und eins zusammenfügen, alles absortiert, alles auch cool. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Set jetzt mal genauer an. Wir starten aber, wie ihr das von uns gewohnt seid, mit der Anleitung. Eine Box gibt es heute mal nicht. Die habe ich leider nicht. Die Anleitung habe ich mir auch nachträglich dann gezogen. Aber die ist in einem sehr schönen Zustand. Was mir direkt auffiel, ist das Farbmuster. Das erinnert mich nämlich auch irgendwie mit dem Lila hier stark an Piratensets. Die ist wieder flach wie eine Flunder und die ist wirklich noch flach. Wobei ich sagen muss, dass die Bauschritte schon einfacherer Natur sind. Ist auch meistens nur einer pro Seite. Und da ist nicht so viel los. Na, wir starten hier vorne mit unseren drei Minifiguren. Die zeige ich euch auch dann gleich nochmal. Wir haben einen Shogun, quasi einen General oder vielleicht sogar noch höher aus dem Kriegeradel der japanischen. Nicht, jetzt hätte ich bei einer Antike gesagt, aber es war irgendwas von 700, schlag mich tot, bis 1800. Ich blende es euch ein. Irgend so eine Zeitrechnung war das. Genau, kriege ich es jetzt nicht mehr zusammen. Dann haben wir neben dem Shogun einen normalen Samurai und einen Ninja. Der versteckt sich jetzt hier im Set hier schon mal hier oben, denn der will ja attackieren. Der Samurai ist ebenfalls aus dem Kriegeradel und aber wirklich ein Krieger, wobei die Shogune nur in ja meistens nur in wirklichen Kriegsfällen dazu tendiert haben, wirklich aktiv zu werden. Die Ninjas sind nicht aus einem kommen nicht aus dem Kriegeradel, sondern eher aus den unteren Klassen und sind nicht so angesehen, während Shogune und die Samurai an sich schon ein eher angeseheneres Völkchen waren. Hier haben wir natürlich bei den Shogunen auch sehr gut oder bei den Samurai sehr gut ausgebildete Krieger. Die Ninjas hatten das nicht, deswegen sind die Ninjas auch eher Spione, spähen aus, infiltrieren und meucheln auch. Und das sieht man ja auch ganz gut. Er versucht sich natürlich schön hier ranzuschleichen an die Festung und dann auch was zu klauen. Und was er klaut, gucken wir uns dann gleich noch an. Das Ganze steht auf einer einfachen 16x16 Baseplate. Wir haben hier hinten auf der Rückseite auch einen Alternativvorschlag. Und wir haben auch auf den beiden letzten Seiten ebenfalls noch Alternativvorschläge. Das ist sehr schön. Ich meine, normalerweise zeige ich euch das auf der Box, aber heute ist es mal hier in der Anleitung und die sehen auch gar nicht mehr so schlecht aus. Ja, diese Farbgebung zieht sich auch schön durch. Man hat hier diesen Farbverlauf von Lila nach Orange. Sehr schön, also gefällt mir sehr, hat was, macht Spaß zu bauen, obwohl das jetzt ein Thema ist, was jetzt auch nicht so breitenwirksam ist und auch nicht vielleicht auf jedermanns Schirm. Dennoch ein sehr schönes Thema, wie ich finde. Dann werden wir uns jetzt mal hier die Minifiguren schnappen, setzen die auf unseren Big Brick. Zack. Und zack. Dann schieben wir das mal eben beiseite. Und da haben wir unsere drei Minifiguren. Ich hoffe, die Kamera fokussiert schön. Unseren Shogun, den Samurai und den Ninja. Alle bewaffnet. Samurai und Ninja mit einem Light Gray Samurai Schwert. Der Shogun mit einem schwarzen. Der Shogun hat auch noch eine kleine Handfeuerwaffe. Weiß nicht, da kann man das wahrscheinlich sehen. So ein bisschen. Und der Shogun hat auch ebenfalls einen Brustpanzer und einen Dark Gray Helm. Während der Samurai nur einen Light Grey Helm hat und hat diese goldenen Hörner. Diese goldenen Hörnerfetzen, die sind verchromt, das ist ein sehr cooles Detail. Wenn ihr das sehen könnt, der Shogun hat auch goldbeprintete Beine. Und da ist meine Frage jetzt an euch. Wer kann mir sagen, wann kamen beprintete Beine? Denn gefühlt ist das eher so eine neuzeitlichere Sache.
irgendwie was nach dem Farbwechsel von mir aus auch so ab 2005, aber hier ein Zeugnis davon, dass dem nicht so ist. Ich will es von euch wissen. Und in dem 6013 haben wir ebenfalls nochmal den Shogun. Ist quasi der gleiche wie in dem größeren Set. Ich habe, glaube ich, den ein bisschen verrutscht. Hier hat er aber tatsächlich dann ein Light Gray Samurai Schwert und die Fahne. Was mir noch aufgefallen ist und was ich sehr witzig finde, da habe ich noch nie so wirklich Acht drauf gegeben. Das Pferd hat ja einen blauen Sattel und dieser blaue Sattel hat hier oben so eine kleine Nase dran. Und der Panzer, ich glaube hier kann man es besser zeigen, der Brustpanzer des Shoguns hat dasselbe im Negativ. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da so leicht. Das heißt, der passt hier perfekt rein und das geht, diese Nase setzt sich in die Einkerbung. Ich weiß nicht, ob ich es einfangen kann, ich gebe mein Bestes. Ich glaube nicht. Vielleicht mache ich euch noch ein kleines Bild rein. Finde ich total cool und so kann man wunderbar damit spielen. Jetzt wollen wir aber den mal wieder hierher setzen und den mal wieder auf sein Pferd. Bei dem Set ist es tatsächlich so, es scheint keine Anleitung dabei gewesen zu sein. Ist ja aber auch irgendwo klar. Ich meine, jeder wird eine Minifigur zusammensetzen können und ein Pferd mit einem Sattel ausstatten. Aber dennoch interessant, es hat auch überhaupt nicht viele Teile. Das ist... Könnte ein Anwärter auf das Lego-Set mit den wenigsten Teilen sein. Wer weiß, was es da noch für Contenders gibt für diesen Wettbewerb. Können wir mal im Hinterkopf behalten. Wäre vielleicht auch eine interessante Frag-uns-Folge mal. Was ist das kleinste Lego-Set von Teilen her? Das größte würde langweilig werden, weil ja stets und ständig neuere und größere rauskommen. Aber vielleicht auch das Größte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht bis zum Farbwechsel. Wir überlegen mal, ihr könnt ja auch gerne mal in den Kommentaren dazu was schreiben, wenn euch das interessiert. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt aber mal auf unser Set und schauen uns das im Detail an. Jetzt hätte ich es beinahe schon ausgelöst. So, was ich damit meine mit beinahe ausgelöst, sind die Spielfunktionen. Ich habe euch ja schon gesagt, wir haben eine 16x16 Grundplatte. Die ist quadratisch praktisch. Super gut. Ich kann es ein kleines bisschen auch anheben und bewegen. Hier sind nämlich bewegliche Teile, die gehen verschütt. Und ich möchte euch das eigentlich nur einmal zeigen, weil ich weiß, die Steine werden sich verteilen und dann darf ich die wieder suchen. Und zwar, unsere Festung hat ja den, was eine Festung so macht, Schutz zu bieten und meistens auch was zu beschützen, was materieller Natur ist, wie zum Beispiel ein Schatz. So, und unser Shogun und unser Samurai sind ja beide bewaffnet. Und die sind hier, um den kleinen Schatz zu bewachen, der wirklich sehr klein ist. Denn es handelt sich lediglich um, hier hinten sieht man es, diesen Rubin auf einem 1x1 Brick. Da, das glitzert so ein kleines bisschen. Das ist der Schatz. Jetzt nicht wirklich groß, dafür glitzert er schön. Und unser Ninja ist zwar... Unser Ninja ist zwar bewaffnet, aber, da können wir auch weglassen, der ist entweder damit beschäftigt, hier zu infiltrieren, das Ding vielleicht zu klauen oder nur auszuspähen, was hier los ist. Und deswegen war der auch auf den Setbildern, zum Beispiel hier an der Seite unterwegs, um hier die Hauswand, Festungswand zu entern. Wir haben hier diese Palisaden, die ihr zum Beispiel auch aus dem Fort Lego Redo kennt, hier aber in weiß. Wir haben hier an sich schon einige Formteile. Wir haben hier auch Bögen, diese Palisaden. Wir haben hier viele Slopes drin. Wenig Bricks. Die großen Tore sind ebenfalls Formteile, ganz klar. Die gehen nach innen auf. Aber dennoch ist es ganz schön und stimmig. Vor allen Dingen, wenn man jetzt betrachtet, das ist mit 180 Teilen jetzt auch nicht wirklich groß. Viele Kleinteile dabei. Aber es passt sich halt gut ein, wenn man davon mehrere hätte. Und selbst so als Einzelnes wirkt es für mich stimmig. Die Farbgebung ist sehr simpel. Das gefällt mir schon mal. Das Weiß macht irgendwie was her. Das hat so einen, da denkt man vielleicht doch irgendwie schon so an Papierwände oder sowas. Irgendwas Japanisches hat was. Dann haben wir noch ein bisschen Grün dran. Das ist auch immer sehr schön. Die grüne Grundplatte an sich. Es ist farblich nicht zu bunt, aber trotzdem stimmig, wie ich finde. So, wir haben hier an der Seite dann noch so ein paar... Heute habe ich es irgendwie mit zerlegen hier.
Das ist zu weit unten. So ein paar Speere an beiden Seiten. Und dann haben wir hier wie, ja, vielleicht so Steinstatuen oder sonst was, was die auch immer darstellen sollen. Und dann haben wir einen Teil, das gefällt mir sehr, sehr gut. Als ich das gefunden habe, dachte ich mir auch, was ist das? Es ist ziemlich cool und es ist ziemlich schön. Und es sind diese Fische, die als Zierelemente eingesetzt werden. Und ich hoffe, ich kann euch die jetzt zeigen. Dieser kleine Fisch. Dieser kleine Fisch. Da. Ein sehr schönes Element. Das ist sehr... Das hat einen sehr hohen Verzierungswert, wie ich finde. Das wirkt auch sofort japanisch, wie so ein Zen-Garten, wie so ein... Es wirkt einfach nur sehr stimmig und schön. Davon sind zwei drin. Sehr cool. Das kann man zum Beispiel auch sehr gut in seine eigenen Städte integrieren, wenn man da jetzt so einen kleinen Park macht und dann... Es wirkt einfach sehr, sehr cool. Was kann man da noch mit unserem Set machen? Wir können hier die Tore aufmachen, bekommt dann einen Blick auf unseren Schatz und noch ein paar Kelche. Wir haben hier noch, was ich ulkig finde und irgendwie farblich nicht reinpasst. Es stimmt aber tatsächlich so, wir haben diese Trans Neon Yellow Fackeln, die so ein bisschen Feuer simulieren. Und dann haben wir tatsächlich noch zwei Spielfeatures, denn wenn unser Ninja versucht anzugreifen, dann kann er das über zwei Wege machen. A, er rennt frontal drauf zu und versucht das zu klauen. Oder B, er versucht es ein bisschen listiger und hintertückischer. Wenn er das jetzt versucht, direkt auf frontalem Wege, dann können unsere beiden Kollegen hier ihm natürlich was entgegensetzen. Und zwar eine Falle mit Steinen, Felsen, in Form von vier Light Gray Round Bricks. Und hier oben ist eine Vorrichtung drin. Jetzt ist schon einer weg. Ich zeige es euch gleich im Detail. Ich werde sie mal betätigen. Genau. Und natürlich ist die Hälfte runtergefallen. Wir haben hier mit Technikelementen für das Scharnier umgesetzt eine kleine Wippe, die... Hier drinnen sieht man das so ein bisschen. Hier hinten sieht man es noch ein bisschen besser. Hier. Ist einfach nur ja, ein kleines Behältnis gebaut. Da legt man die Bricks rein und dann schiebt man das nach oben. Und dann rutschen die hier so vor. Zack. Und dann hat man den Effekt, als würden die Steine so auf einen zugerollt kommen und man würde gleich davon erschlagen werden. Das ist die eine Falle. Das soll natürlich Angreifer von der Front abhalten. Dann haben wir noch eine Falle. Die wird erst aktiviert, wenn unser lieber Ninja bereits dabei ist, diesen Rubin hier zu klauen oder ihn schon geklaut hat. Nehmen wir mal an, er hat ihn schon geklaut. Das lässt sich ja auch hier wunderbar in seiner Hand platzieren. Ein kleiner, wunderbarer Rubin. Dann stellen wir den Kollegen mal hier hin, weil jetzt ist er schon auf der Flucht. Dann kann man hier an diesem kleinen roten Brick ziehen. Und dann passiert Folgendes. Diese... Ja, was ist das eigentlich? Eine Streitaxt, großer Speer mit Axt dran, die wird dann runterfallen. Achtung. Oh, die hatten jetzt sogar auf den Kopf getroffen. Würde also in der Beziehung sogar funktionieren. Die wird einfach nur hier oben arretiert mit so einem Technik, mit so einer Technikachse hier in die Technikbrick rein, dann legt man das so drauf und dann lässt man es runterfallen. Das ist, soll natürlich so ein Fallbeil simulieren. Und das würde einem sogar erwischen, wenn man hier versucht, den Schatz zu klauen. Also, selbst in so einem doch eher kleinen, mittleren Set noch Spielfunktionen drin zu haben, das fetzt schon. Oh, ich sehe gerade, mir ist hier von meiner Pflanze was abgeknickt. Das muss ich ersetzen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, das Ganze ist auch modular aufgebaut. Ich glaube, wir können, genau, wir können das hier oben abnehmen. Dann hat man auch hier noch so einen kleinen, ja, separaten Gebäudeteil und kann jetzt hier auch nochmal von oben, kann das noch so ein bisschen besser bespielen. Das hält nur auf zwei Noppen, ansonsten steht das auf vier Fliesen und das ist eigentlich ist an sich ganz cool. Ich finde ja, so ein Ausflug in, ich will jetzt nicht sagen skurrilere Sachen, aber in nicht so typische Gefilde wie gerade Ninjas, ganz cool und vor allen Dingen informativ und vor allen Dingen macht es auch Spaß und hat bei mir wieder schöne Erinnerungen rausgeholt. Ich meine, ich hatte die selber nie,
Aber ich weiß, mein Kumpel hatte mehrere davon und wir haben dann eine Menge Spaß mit gehabt. Es gab ja auch noch weiße Ninjas und es gab rote Ninjas und es gab, glaube ich, an sich in der ganzen Ninja-Serie so ungefähr 30 Sets, also gar nicht mal so wenig. Und einige davon tatsächlich mit 60er-Nummern. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Und gerade wenn man was für japanische Kultur und japanische Historie übrig hat, ist das was. Und man kann sich auch einfach hinstellen und schick anschauen. Doch, schon ganz cool. Macht Spaß. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal wieder auf die Suche gehen. Ihr könnt uns ja gerne mal wissen lassen, ob ihr die Serie überhaupt A auf dem Schirm hattet, B, vielleicht hattet ihr sogar Sets. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Fan auch, der vielleicht auch noch das ein oder andere Set hat. Ich habe jetzt aus der Serie leider nur das, aber das reicht mir jetzt auch für einen Anfang. Vielleicht kommt da, ihr wisst das ja, wie das immer ist, ne? Man guckt sich da schnell was an und dann, ach, das gefällt mir doch. Und dann guckt man vielleicht mal doch wieder auf den einschlägigen Portalen rum und dann findet man vielleicht doch wieder was und ach, und dann ist der nächste Mail Day und der Andi packt mal wieder ein neues Ninja-Set aus. Wir wissen, wie es ist. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst uns auf jeden Fall gerne in den Kommentaren eure Meinung zur Ninja-Serie oder zu dem Set allgemein wissen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ihr bleibt cool bis dahin und ja, was bleibt mir noch übrig außer, zu sagen, außer Peace. Ciao.